So, willkommen zurück. Neuer Tag, neues Glück. Unser Gast ist natürlich nicht mehr da. Schade, wir sind wieder allein unterwegs. Aber es ist nicht so, als dass das lange so bleiben würde. So, wir gehen natürlich wieder zum nächsten Tempel, wo uns hoffentlich dann auch der nächste Gast erwartet. Also, mich zumindest. Allerdings auf dem Weg dahin, ist klar, werde ich wieder versuchen, so ein bisschen Sachen nebenbei noch zu machen. Ich überlege jetzt gerade schon die ganze Zeit, was man machen könnte. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir versuchen, noch goldene Insekten zu finden. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? 2, 4, 6, 8, 10, 2, 13 fehlen noch, okay. Achso, man sieht natürlich, welche wir schon abgegeben haben. Die haben dann so ein Schmetterling da dran. Okay, erstmal sammeln. Klar, Geisterseelen brauchen wir auch noch. Was könnte man noch machen? Ja, so ein bisschen noch rumrennen am besten. Ja, das Ding funktioniert nicht mehr, ist klar. Da hat die Tante und das Ding, glaube ich, ja sogar Stiebitz, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Genau, so. Und nun hängen wir hier fest. Nein, Quatsch, wir müssen eigentlich irgendwie wieder zurück. Wo gehen wir jetzt eigentlich am dürfsten hin? Ach, ich schlag vor, wir gehen erstmal nach Hyrule. Open. Also, ach so, Moment, wo haben wir... ach, einfach mal erstmal dahin gehen. Wir gehen mal zu Thelma. Ich denke mal, da wird uns dann wieder gesagt, wo wir hin müssen. Hoffe ich doch, zumindest. Ich freue mich immer wieder über den Ingame-Sound, ganz ehrlich, Leute. Jedes Mal, wenn ich den höre... Jedes Mal, wenn ich den höre, weiß ich, dass viel Lesearbeit auf mich zukommt. Kann man das nicht abkürzen? Pflichtzähne, verdammt. Hallo, Link. Ich habe Post für dich. Oh, Wahnsinn, wem wundert's? Ein Postbote hat Post für uns. Leonard. Okay. Ach so, der Typ. Ja, danke. Na, was hat er denn? Da. Hallo Link, ich weiß, du hast viel zu tun, aber komm bitte nach Kakariko und besuche mich im Heiligtum. Ich habe Informationen über Eleas Erinnerung, die ich dir unbedingt mitteilen muss. Ah, ich glaube, langsam macht's Klick. Vorher gehen wir zu Thelma. Vorher gehen wir zu Thelma. Ich überlege gerade, ob da noch irgendwo was Interessantes sein könnte. In der Stadt. Mir fällt jedenfalls nichts ein. Oder? Ist da noch was? Ich weiß nicht. Oh, da geht's hoch. Also, da war zumindest eine Tür. Ich wusste, hier ging's irgendwo mal hoch. Oh, Koronen. Oh, bist du nicht der Held, der unser Oberhaupt gerettet hat? Schön, dich mal wiederzusehen. Dank dir können wir wieder in die Stadt kommen und unseren Geschäften nachgehen. Ich war ja lange nicht mehr hier, aber irgendwie herrscht eine seltsame Stimmung in der Stadt. Ich habe versucht, eine Lizenz für den Verkauf im Schloss zu bekommen, aber die haben mich nicht reingelassen. Deshalb bin ich hier. Oben wird auch etwas verkauft. Schau dich doch mal um. Ja, warum nicht? Blop, 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 blop. Was machst du hier? Oh, du bist es, der große Held. Hast du dir schon einmal von der Aussichtsplattform aus die Landschaft angesehen? Ist es wirklich so schön, wie alle sagen? Mein Vater ist in geschäftlichen Dingen sehr streng. Nie darf ich meinen Posten verlassen. Deshalb war ich noch gar nicht dort. Aber ich will auch mal so ein toller Geschäftsmann werden wie mein Vater. Daher mache ich alles, was er sagt. Also bitte, kauf doch ein wenig Lampenöl bei mir. Kostet nur 30 Rubine. Sei mir nicht böse, Dicker, aber... Also, komm zu mir, wenn du welches brauchst. Hier bin ich ganz alleine verantwortlich. Und ich will doch meine Sachen gut machen. Ja, machst du toll. Mach weiter so. Lass mich mal raus hier.
Okay. Ach, du bist es. Siehst du das? Schloss Hyrule. Als wir hier angekommen... Was? Als wir hier ankamen, hatte ich irgendwie ein seltsames Gefühl. Vielleicht deshalb. Bitte bewahre den anderen gegenüber Stillschweigen. Ich will die Kinder nicht beunruhigen. Aber eine andere Frage. Hast du noch genügend Pfeile? 30 Pfeile kosten 40 Rubine. Ey, ich will nichts kaufen, Leute. Obwohl Pfeile vielleicht gar nicht so schlecht sind. Ach, passt schon. So, laufen wir mal. Laufe ich wirklich in dem normalen Tempo? Kommt mir gerade so langsam vor. Nee, ich laufe nochmal. Na gut, geh mal wieder raus. Thelma, habe ich gesagt. Wow, ich habe die Kurve zu groß genommen. So, nein, da nicht, da nicht, da nicht. Genau da rein. Ja, ich habe es gerade nicht mit Türen. Dago ist gerade in Kakariko. Wenn du auch hin willst, dann sieh doch gleich auch mal nach den Kindern, Link. Okay, können wir tun. Können wir tun. Aber mich interessiert gerade was komplett anderes. Und zwar die Tatsache, wo der scheiß Wolf ist. Wir haben doch da bestimmt noch was, oder? Ach, das sind die Okkultkünste. Lelelelelele. 7 Stück sind es, glaube ich. Okay. Ach ja, das da hinten war ja der komische Postbote. So. Oh, oh, ich war gerade nicht im Fenster drin. Ich hoffe, die Aufnahme wird was. Aber er nimmt noch auf, also demnach. Schauen wir mal. Wird schon schief gehen. Kakariko. Eigentlich können wir das von hier hinten machen, ne? Ja, rob mich. Bringe mich nach Kakariko. Dann können wir immer noch gucken, wie wir hier weiterkommen. Ja, zum Mensch werden. Das wäre hier ganz sinnvoll. Gehen wir mal hier rein, denn hier ist ja der Typ sonst immer. Fackeln aus. Hallo! Hallo, Leute. Hallo, Link. Ich habe auf dich gewartet. Ich habe gute Nachrichten. Wenn alles klappt, können wir Lea ihre Erinnerung zurückgeben. Kennst du eigentlich Jargo, den Bekannten von Thelma? Er forscht nach irgendetwas in den Wolken und wollte die Steinstatue sehen. Ich habe ihn in die Katakomben des Heiligtums gelassen. Dabei hat Elia sich daran erinnert, dass sie von ihrem Helfer etwas über irgendeinen Stab aus den Wolken gehört hat. Der Älteste der Goronen sagt, es gibt einen Weg, ihr ihre verlorene Erinnerung wiederzugeben. Man muss die Gedächtnisfragmente zurückverfolgen und wieder zusammenfügen. Das heißt, wenn man die Handlungen bis dorthin, wo ihr geholfen wurde, zurückverfolgt, sollte es ein Mittel geben, ihre Erinnerungen zu finden. Ich hörte, dass sie, bevor sie in unser Dorf kam, bei einer Frau namens Thelma war. Es wäre gut, mit ihr zu reden. Und wenn du zu Thelma gehst, gib ihr bitte das hier. Ich war doch gerade da. Er beschreibt, wie du Elias Erinnerungen zurückbringst. Ja, okay.
Weißt du, ich... Nun ja, ich komme mit ihm nämlich so gut aus. Also dann, Link. Auf in den Kampf. Hat er gesagt, er kommt nicht so gut mit dir aus? Jago ist schon die ganze Zeit in der Katakombe unten da dem Heiligtum und untersucht die Steinstatue. Aber wichtiger ist jetzt, bitte bring Thelma schnell diesen Brief. Ich kann es einfach nicht selbst tun. Link, mit deiner Hilfe wird Ilea bestimmt ihr Gedächtnis zurückbekommen. Sagt er nochmal das Gleiche? Ja, tut er. Link? Jemand hat mir an einem sehr gefährlichen Ort geholfen und hat mir von einem Stab aus den Wolken erzählt. Aber ich weiß weder wo noch wer das war. Ich kann mich nicht daran erinnern, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. Ob ich mich wo irgendwann wieder erinnern kann? Es tut mir so leid, dass ich die Sache als wildfremd... Dass ich dich als Wildfremden in diese Sache mit hineinziehe. Ach, so wildfremd bist du ja nicht. Ich kneife mir jetzt mal, die Leute hier anzusprechen. Gehen wir mal runter. Tach, Jago. Was für eine Überraschung, wenn das nicht Link ist. Wer hätte gedacht, dass wir uns an einem Ort wie diesem treffen? Weißt du noch, was ich dir neulich erzählt habe? Die Legende von den Kumulanern? Es gibt da etwas, das mich beschäftigt. Das will ich hier untersuchen. Dass du gerade jetzt auftauchst... Du bist schon ungewöhnlich. Endlich habe ich sie gefunden, die steinerne Statue. Das ist die, die in den Dokumenten meines Vaters beschrieben ist. Es gibt in Hyrule viele solche Statuen, aber diese hier ist irgendwie anders. Schau dir doch mal den Bauch der Statue an. Steht da nicht etwas geschrieben? Darüber steht auch etwas in den Aufzeichnungen meines Vaters. Das scheinen kumulianische Schriftzeichen zu sein. Die Worte, die das Siegel lösen, werden mich erwecken. So steht es hier. Diese Ilea ist doch eine Bekannte von dir, oder? Kann einem richtig leid tun, alle Erinnerungen zu verlieren. Sie erwähnte doch einen Stab aus den Wolken. Ich glaube ja, dass das irgendwas mit den Worten, die das Siegel lösen, zu tun hat. Kann man denn nicht irgendetwas tun, um ihre Erinnerung zurückzubringen? Das wäre wohl so manches Rätsel, würde wohl so manches Rätsel lösen. So. Ja gut, darum müssen wir uns dann wirklich später kümmern. Also müssen wir jetzt wirklich erst dahin zurück. Kann ich mich hier unten warpen? Lol. Ey, Alter, mich sieht hier keiner. Ach naja, was soll's. Ich sollte vielleicht doch noch Pfeile kaufen. Ja, tue ich einfach im Maro-Markt. Ich will eh noch Geld spenden. Trifft sich also ganz gut, dass wir in Kakariko sind. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Ja. 519. Naja, kaufen wir erstmal Rubine und dann sehen wir weiter. Okay. Pfeile! Heiling, kaufst du was? Ja, klar. 10 Pfeile, 10 Rubine. Ich dürfte jetzt wieder so um die 20 haben. Ja, passt. Hallo. Ja, natürlich. Na, wenn denn richtig, ne? Juhu.